Hallo liebe Chemiefreunde, in diesem Video werdet ihr etwas über die NMR-Spektroskopie erfahren. Das kommt aus dem Englischen und heißt Nuclear Magnetic Resonance und im Deutschen würde man das dann mit Kernspinnenresonanzspektroskopie übersetzen. Damit kann man die Wechselwirkungen zwischen Atomen untersuchen und somit auf Strukturen schließen. So, Anwendung für das Ganze zum zerstörungsfreien Nachweis von Inhaltsstoffen einer Probe. Also man muss dadurch die Stoffe nicht verändern, sondern kann sie so belassen, wie sie vorher waren. Dann kann man damit die Molekülstrukturen bestimmen. Das geht von kleinen Molekülen, wie in den Beispielen in diesem Video, bis zu Makromolekülen, wie den Proteinen. Und man kann natürlich die Wechselwirkung zwischen Atomen untersuchen und das bei Stoffen, deren Aufbau man schon kennt. Und in diesem Video werden wir uns speziell mit der HNMR-Spektroskopie befassen. Dabei betrachtet man nur die Wasserstoffatome und deren den Wechselwirkungen von Kohlenstoffatomen zum Beispiel auf diese Wasserstoffatome. Und beginnen tue ich mit den quantenmechanischen Grundlagen dazu. Dann kommen wir im zweiten Punkt zu einer Auswertung der Messung, wie das funktioniert, was es für Daten gibt, wie man die liest. Und im letzten Schritt bekommt ihr eine Aufgabe und dazu werde ich die Lösung vortragen. Die könnt ihr aber auch versuchen selbst zu lösen, indem ihr das Video vorher stoppt. Wir kommen dann auch direkt zu den quantenmechanischen Grundlagen. Da sollten wir erstmal wissen, dass die meisten Atomkerne und auch die Wasserstoffatome einen Kernspin besitzen. Und dieser Kernspin bedeutet, dass wir eine bewegte Ladung vorliegen haben. Die Atomkerne sind ja positiv geladen. Und wie wir es aus dem Physikunterricht kennen, hat bewegte Ladung immer ein magnetisches Moment. So, und wenn wir diese Wasserstoffatome, kann man sich jetzt vorstellen, wie so kleine Startmagneten, die jetzt erstmal wild in der Substanz ausgerichtet sind. Wenn wir das Ganze jetzt aber in ein homogenes Magnetfeld bringen, dann richten sie sich entweder parallel oder antiparallel dazu aus. Heutzutage nimmt man dafür supraleitende Elektromagneten für dieses Hauptfeld. So, und dazu kommt jetzt noch ein zweites hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld. Das steht senkrecht, geht also hier auf der Ebene lang. Und wenn man jetzt die Stärke des Hauptfeldes variiert, dann tritt irgendwann ein Resonanzfall ein. Das bedeutet, die Frequenz des Wechselfeldes entspricht der Eigenfrequenz dieser Wasserstoffatome. Und dadurch nimmt die Probe Energie aus dem Wechselfeld aus. Und es kommt zur Veränderung der Stromstärke des Wechselfeldes. Und das lässt sich dann messen. Und somit kommen wir zu gemessenen Ergebnissen. Bei der Messung kommt man auf drei verschiedene Indikatoren, drei verschiedene Werte, die man auswerten kann. Und um diese Messung durchzuführen, gibt man jetzt erstmal die Moleküle, die in einer Lösung sich befinden, mit diesem Proberöhrchen ins Magnetfeld. Dazu fügt man noch einen inneren Standard, das ist das Tetramethylsilan in den meisten Fällen. Und ihr seht hier schon an der Strukturformel, hier sind 12 äquivalente H-Atome. Das heißt, man bekommt ein ziemlich starkes Signal an einer Stelle und dadurch kann man jetzt die anderen Verschiebungen oder die anderen Werte gut ablesen und damit vergleichen. So, und allgemein haben wir jetzt drei verschiedene Messgrößen. Zum ersten ist das die chemische Verschiebung. Wenn man jetzt dieses Tetramethylsilan, das wird an diesem Punkt 0 ppm, ppm heißt Parts per Million und das ist die Orientierung an diesem Tetramethylsilan und diese befindet sich jetzt hier bei 0 ppm, das Tetramethylsilan, da wäre das Signal von dem und dann gibt es jetzt bei der chemischen Verschiebung, kommt es entweder zu einer Entschirmung oder einer Abschirmung. Bei der Abschirmung werden durch Substituenten, die den Plus-I-Effekt auf die Wasserstoffatome wirken, also Elektronen schiebend sind, wird eine geringere Verschiebung des Signals provoziert. Und bei der Entschirmung, das ist bei Substituenten mit dem Minus-I-Effekt, die also Elektronen ziehend sind, wird die Verschiebung stärker ausgeprägt. Das heißt, wir finden es weiter links. Was jetzt auch noch wichtig ist, man hat das nicht wie üblich, dass auf der linken Seite die 0 ist und man nach rechts positiv geht, sondern man hat jetzt hier rechts die 0 und geht nach links in die linke Richtung und das ist dann auch positiv gesehen. So, und an dieser Verschiebung ist jetzt die direkte Umgebung des Wasserstoffatoms erkennbar. Dafür habe ich hier mal eine Tabelle. Die findet ihr auch als PDF-Datei irgendwo in der Nähe des Videos. Und
daran kann man jetzt zum Beispiel ablesen, wenn man hier Alkan hat, hat man hier dieses Wasserstoffatom und bekommt dann eine Verschiebung von etwa 4,6 bis 5,9 Parts per Million. Und dann dieser, das sind Messwerte, an denen man sich so orientieren kann und das stimmt dann in etwa überein, aber man muss immer noch bedenken, dass andere Effekte, also die Plus- und Minus-I-Effekte, da noch das anders noch verändern können, wenn man größere Moleküle hat. So, und dazu haben wir jetzt auch gleich ein Beispiel. Das ist die Bromierung von Propan. Dabei entstehen zwei Monosubstitutionsprodukte. Das ist einmal das 1-Brom-Propan und das 2-Brom-Propan. Habe ich hier auch aufgezeichnet. Hier haben wir das 1-Brom-Propan, hier das 2-Brom-Propan. Und diese Messungen waren jetzt bei Substanz A, wurden drei Messwerte genommen, wurden drei Signale empfangen und bei der Substanz B haben wir nur zwei entdeckt. Und wenn man sich jetzt diesen Molekülaufbau anguckt, haben wir hier bei dem 1-Brom-Propan zwei verschiedene Ebenen von Wasserstoffatomen. Einmal die direkt nah an der Bromgruppe sind, die haben eine sehr starke Verschiebung. Dann die in der Mitte haben die eine weniger starke Verschiebung und die ganz rechts haben die geringste Verschiebung, weil die am weitesten davon entfernt sind. Sind immer noch von dem Minus-I-Effekt betroffen, aber nicht mehr ganz so stark. Und hier bei dem 2-Brom-Propan haben wir nur noch zwei verschiedene äquivalente Wasserstoffatome, das ist einmal das einzelne hier, da ist die Verschiebung besonders stark, weil es direkt an dem Brom auch ist und die Außengruppen hier, jeweils drei, auch gleiche, sind nicht so stark verschoben. Wenn wir jetzt gucken, dann müsste die Substanz B das 2-Brom-Propan sein, wenn man da nur zwei Messwerte hat, während man hier drei Messwerte erfährt. Das haben wir einmal die 3,4 bei den beiden Wasserstoffatomen, die 1,8 bei den mittleren und die 1,06 bei den äußeren hier. Das, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, dann sieht man, dass das nicht ganz übereinstimmt, weil ja eigentlich bei primär aliphatischen Gruppen müsste man auf 0,9 ppm kommen, aber wie gesagt, das ist noch durch dieses Brom, was zwar relativ weit entfernt ist, immer noch beeinflusst, auch hier an der Stelle. Ein weiterer Messwert ist die Aufspaltung des Signals. Und die entsteht durch die Beeinflussung von nicht-äquivalenten H-Atomen, das heißt von den Wasserstoffatomen, die nicht direkt an der gleichen Gruppe sind, die nicht die gleiche Nebengruppe haben, Nachbargruppe haben, wie die gemessenen Wasserstoffatome, die das Signal ausgeben. Also dadurch wird das Signal aufgespalten in mehrere kleinere Signale und das nennt sich dann Multiplizität N, schweres Wort. Und bei Wasserstoffatomen geht es, dass n gleich n plus 1 ist. Das heißt, n ist die Anzahl der benachbarten Wasserstoffatome. Und somit kann man bestimmen, in wie viele einzelne Signale oder Integrale das aufgeteilt ist. So, und das richtet sich jetzt, die Intensitäten dieser einzelnen Signale, richtet sich nach dem Pascalschen Dreieck. Und dann haben wir jetzt einmal, wenn wir jetzt keine Nebengruppen haben, keine weiteren Wasserstoffatome, dann haben wir n gleich 0 plus 1 kommen auf 1, dann haben wir ein Singulett, also nur ein einzelnes Signal nach oben. So, wenn wir jetzt zum Beispiel 3 Nachbaratome haben, dann kommen wir auf 4, also 3 plus 1 sind 4, und dann haben wir ein Quartett und dann haben wir hier 4 Signale, da haben wir einmal ein kleines, dann zwei größere, die das Integral 3 haben, und dann wieder ein kleineres. Also es sind immer die relativen Intensitäten, die sich dadurch erschließen lassen. So,